Seit einigen Jahren nimmt man die scheue Katze wieder ins Visier. Statt mit Pulver und Blei, heute mit dem Betäubungsgewehr. Getroffen. Die Männer warten, bis die junge Luxin eingeschlafen ist. Die Narkose wirkt nur schwach. Den Mitarbeitern vom Harzer Lux-Projekt bleiben nur wenige Minuten, um das Tier zu markieren und zu registrieren. Erst als sie sich absolut sicher fühlt, lockt sie ihren Nachwuchs heran. Eine Fleischmahlzeit, die für mindestens 3 Tage reicht. Für die Elefanten der tropischen Regenwälder sieht die Zukunft düster aus. Eine kalifornische Backenmaus huscht auf der Suche nach Samen und Knospen über den Sand. Im Schutz der Dunkelheit wagt sie sich weit hinaus. Den empfindlichen Ohren und der feinen Nase des Fuchses ist das nächtliche Treiben des Nagers nicht entgangen. Die Maus bedeutet nicht nur Nahrung. Mit seiner Beute deckt der Kittfuchs auch seinen Flüssigkeitsbedarf. Der Kampf ums nackte Überleben treibt hier viele Männer zu waghalsigen Aktionen. Nun kann er nur noch abwarten. Stunden vergehen, ohne dass sich ein Pekari blicken lässt. Männer vom Stamm der Tolai versammeln sich am Rand der Vogelkolonie. Erst spät bemerken die Bismarckhühner die Gefahr. Ihre Strategie? Möglichst viel Krach machen, um das Ortungssystem des Pottwals zu stören. Der Pottwal lässt sich jedoch nicht so schnell vertreiben und schlägt mit gleicher Waffe zurück. Die Narkose lässt allmählich nach. Noch etwas benommen kehrt der gerettete Patient in den Schutz seiner Herde zurück.